Oh, ach, ist die Hose diesmal trocken geblieben? Freut mich, Gabe. Ich mag sie. Ja, sie ist in Ordnung. Wir gehen rein, kommst du mit? Komme gleich nach. Ich wollte mich mit Eleanor treffen wegen der Dekoration für das Frühlingsfest. Hat er schon vom Fest erzählt? Nicht so wirklich. Ich erzähl dir später davon. Wenn der anfängt zu reden, hört er nicht mehr auf. Ich bin redselig, verdammt nochmal. Das nennt man charmant. Oh, bevor du gehst, will ich dich lieber mal warnen. Mac hat sich wieder diesen Scheiß in den Kopf gesetzt. Hab's gehört. Ja, naja. Nur, dass du's weißt, pass lieber auf. Egal, kommt erstmal in Ruhe an. Alex, hat mich gefreut. Gleichfalls, Jed. Also, Frühlingsfest klingt wie Abschlussball in den Bergen. Es ist viel cooler, als es klingt. Ach, als ob. Hier geht doch sicher so ein Wickerman-Shit ab. Hey, woher weißt du das? Ist nicht dein Ernst. Und hier wohnst du? Kling nicht so überrascht. Als du gesagt hast, dass du eine schöne Wohnung hast, dachte ich, sie wäre klein und gemütlich. Willkommen in meinem Heim. Ernsthaft? Das ist krass. Und das Beste ist, es ist eigentlich deins. Ich bin eh meistens bei Charlotte. Wie, was meinst du mit, es gehört mir? Naja, es sind diese Orte, die Leute haben, um darin zu wohnen. Wir nennen es ein Zuhause. Ich meine es ernst. Das hier soll ein Neuanfang für dich sein. Gabe. Ich... Danke. Kein Ding. Versprich mir nur, dass du nicht zu viel Partys feierst und du alles abfackelst. Jed bringt mich um, falls das wieder passiert. Geht klar. Wieder? Haben wir die Sache mit dem mich anstarren nicht schon hinter uns? Naja. Ich habe mir dich genauso vorgestellt. Echt? Und hast du dir mich so vorgestellt? Ich hab echt nicht erwartet, dass du einen Bart hast. Haben sie es dir nicht gesagt? Wenn du nach Colorado ziehst, bekommst du automatisch einen coolen Bart, umfassendes Wissen über Craft Beer und einen Subaru. Komisch. Davon bekam ich bisher noch nichts. Keine Sorge, ich lasse nichts unversucht, damit du dein eigenes Colorado-Willkommenspaket bekommst. Gut, denn ich hab auch was für dich besorgt. Warte, was? Überraschung. Hey, ist das... Das ist das Album, das ich bestellt habe. Ich weiß, ich bin gut. Ich wollte es dir schenken. Naja, ich hab's zuerst für dich gekauft, also... Musik! Thank you.
Mann, ich komme nicht klar. Es ist alles genau wie damals. Oh nein. Bitte nicht. Sorry. Ist zu spät. Was machst du denn da? Du bist total aus dem Takt. Du musst den Beat durch dich durchfließen lassen. Du bist dran. Gut. Verpasst. Ach, warte kurz. Ja. Hey, Mac. Was ist los? Irgendwas stimmt nicht. Ich habe Rileys Nachrichten gelesen. Ich weiß, dass ihr euch heimlich getroffen habt. Es ist nicht so, wie du denkst, Mac. Oh, gut. Sonst hätte ich gedacht, du vögelst meine Freundin! Alter, ehrlich, du verstehst das falsch. Sag mir, warum ich dir nicht die Fresse einschlagen konnte! Nein, nicht hier! Es gibt keinen Grund, Mac. Du solltest lieber mit deiner Freundin reden. Ich rede mit dir! Nicht. Ist schon okay. Aggressive Kraftexplosion. Deine Schwester ist echt gestört. Ja, kann sein. Komm aus der Großstadt. Versucht, ihr könnt mich beide mal! Es tut mir so alles leid. Gut. Fuck. Gabe, Alex. Warte. It's okay. Meine Schicht fängt gleich an. Super. Läuft.
Mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Mhm, schon besser. So. Am besten packe ich erstmal aus. Hey Alex, Rain hier. Es war wirklich nett, dich im Plattenland kennenzulernen. Freue mich darauf, später mit dir zu reden. Hat mich auch gefreut. Klingt gut. Na, mal gucken, was da so passiert. Kann man hier. Gabe wollte schon immer so ein Fahrrad. Uns hat er eins. Ein klassischer, hab die Gipswand getreten Riss. Okay. Grüße aus Mexiko. Scheint, als hätten wir beide Leute, die versuchen, uns zu helfen. Ich bin froh, dass es Gabe geholfen hat. Oh, Mexiko? Gabe Shen. Blablabla, Adresse USA, Gabe. Ich habe deinen Brief gestern erhalten. Mir geht's blendend. Falls du je einen Neustart brauchst, komm hier rüber. Ja, runter. Dein heiliger Strohsack. Das Essen ist großartig und die Drinks noch besser. Ich werde es nie überdrüssig zu hören, wie gut für dich, wie gut das für dich läuft. Manchmal denke ich an unser erstes Treffen in der Jugendstrafanstalt. Sicher, du hast mir dreimal gesagt, ich soll mich verpissen, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der jedem meiner Worte so genau zugehört hat. Ich wusste da schon, dass du mit allem zurechtkommst. Der Punkt ist, du warst der beste Junge, für den ich je Mentor war. Vergiss das nicht. Lass mich wissen, wie es mit Alex läuft. Hoffentlich findest du sie. Mit Liebe, Len. Len, okay. Aber wir haben schon mal Zusammenhänge zu Mexiko. Das glaube ich ja nicht. Gabe hat das Foto auch? Sieh dir unsere Eltern an. Mama ist gesund. Und Dad noch kein völliges Arschloch. Okay. Vom Topfschnitt bis heute war es ein langer Weg. Umziehen, wir können es umziehen. Okay. Na. Schwarze Katze. Free. Sorry, Agnew Blackhead. So, das ging schnell. Also haben Gabe und Riley an ihrem Bewerbungsgespräch gearbeitet und Mac dachte, die beiden schlafen miteinander? Das ist so dumm. Ja, deswegen hat er einfach auf die Schnauze bekommen. Sorry, dass ich sage, aber wenn das Gehirn halt nicht so und nicht richtig verklemmt ist, vielleicht muss man dann manchmal neu setzen. Im Spiel. Colorado Institut für Technology, Frau Less. Ihre Bewerbung für die Programmierungs-Startplattform im Sommer 2019 von CIT wurde begutachtet und wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass Sie zu den Gesprächen weitergekommen sind. Das Zulassungsamt wird Sie in den nächsten Tagen kontaktieren, um einen Termin für Ihr Gespräch festzulegen. Glückwunsch und viel Erfolg. Gabe, ist passiert. Bitte, hilf mir bei der Vorbereitung. Really. Alex, soll ich mir das wirklich ansehen?
Wow, Gabe. War ja echt eine Schnitzeljagd. Okay. 19.01.2019, 20 Uhr. 22.14 Uhr. Okay, 22. Da steht Uhrzeit schon im Brief drin. Interessant. Ministerium für Soziale Dienste von Oregon. Amt für Kindeswohl. Bezirk Multnomah. Loretta Vance. Programmleiterin Unterbringung und Wohlfahrt. Portland. Ort kann nicht preisgegeben werden. Versuchen Sie es bei der Direktorin Amy unter. Hier nochmal. Alex wurde in einem Gruppenheim im Bereich Portland untergebracht. Sunnyside Valleyheim, Jugendamt Everett Street, Gruppenheim, helfende Hände. Anita und Eduardo. Mann, die gehörten zu den Guten. Okay. An Gabe Chen von Anita Morales, betreffend RE, Suche nach meiner Schwester. Erhalten 24.11.2018. Hallo Gabe. Eduardo und ich freuen uns sehr, von dir zu hören. Wir sind froh, dass es nach all diesen Jahren so gut für dich läuft. Colorado ist sehr weit weg. Leider war es schwierig, weiter mit Alex zu reden, nachdem sie im System war und wir wissen nicht, wo sie jetzt lebt. Hier ist die Telefonnummer der Agentur. Vielleicht können sie helfen. Oregon Jugendschutzamt 458. 5, 3, 5, 7, 8. Leitung nur am dritten Mittwoch jeden Monat verfügbar. Versuch soziale Dienste Kindeswohl. Wir wünschen dir viel Glück dabei, sie zu finden. Alles Liebe, die Morales. Wow, Gabe sucht schon seit einer Weile nach mir. 2018 Portland. Nicht im Telefonbuch. Shen Alex. Nur ist ein Kerl. Shen Alex automatisch Voicemail. Durchgekommen, nicht sie. Alex, nee, Shen Alex, alte Nummer, jetzt ein Kerl namens Adam. Shen Alexandra, nein. Shen Alexandra, W. Shen Alexandra, Shen Alexandra, B. Shen Alexandra, Q. Shen Alexandra, U. Okay. Eine Menge. Skulptur. Charlotte hat die gemacht? Gabe hat gesagt, sie sei Künstlerin, aber mir war nicht klar, dass er das als Beruf meinte. Ich könnte nie so viel von mir preisgeben. Live auf Sendung vom Plattenladen aus. Wie verdammt cool ist das denn? Wenigstens habe ich mich vor Ryan und Steph zusammengerissen. Chaos City 104.3 Haven Springs, erste Wahl für Idiot. Okay. Wow, sieht aus, als hätte Ryan meinen Bruder in einen Vorzeigebürger verwandelt. Sieht schon mal interessant aus. Mit. Ist aber echt idyllisch hier. Puzzle, wo ist das letzte Teil? Wo ist das letzte Teil? Gabe beschäftigt sich mit Comics und Kunst? Er hängt sich echt rein für Ethan und Charlotte. Warte, was? Ist das ein echtes, totes Reh? Ist bestimmt von Ethan. Wie oft der Gabe wohl gezwungen hat, das zu spielen. Dan Razor 2. Okay, okay. Ist das ein Schwert? Anscheinend. Medaillon. Was für eine Ehre, die Schwester des Zweitplatzierten des großen Gummientenrennens zu sein. Wunderbar. Haven Springs Fahrradtour 2016, zweiter Platz, 2017 Haven Springs.
Gummienden rein. Okay, diese Sachen hatten wir. Kommode haben wir. Und wird das hier irgendetwas bringen? Es sieht leider so aus, als hat Mr. John Chen San Miguel 6 Monate nach seiner Ankunft verlassen. Steht in seiner Akte zufällig seine neue Adresse? Es tut mir leid, Sir. Solche Informationen speichern wir nicht. Danke, dass Sie das Standesamt von San Miguel angerufen haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Nein, 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 nein! Hey, legen Sie bitte nicht! Dachte mir fast, dass so was sein wird. So ein Ding. Wo das Puzzleteil sein könnte. Riley, hör mir doch zu. Seine Geschichte stimmt nicht. Der steht auf dich. Schatz, er hilft mir nur bei der College-Bewerbung. Wusstest du schon, dass Typen manchmal auch einfach nett sein können, ohne etwas dafür zu erwarten? Ein Schulabbrecher, ein Typ, der im verfluchten Jugendknast gesessen hat, will dein Lernkumpel sein, weil er so ein großes Herz hat, oder was? Oh mein Gott, Mac, wir sind nur Freunde. Zwischen Gabe und mir läuft nichts. Langsam sollte für Erwin laufen. Der Typ hat nicht so viel Intelligenz. Ganz aggressiv. Mein Hand? Ups, wollte ihn gleich spielen. Sorry. Okay. Wie hat er die hier hochbekommen? Überlegen wir gleich. Gabe scheint gut hierher zu passen. Haven Springs Co. 150 Jahre Feier. 1867 bis 2017. 150 Jahre Gemeinschaftssamstag, 21. Juni. Alle Events kostenlos und öffentlich zugänglich. Rathaus, stille Auktion, 8 bis 16 Uhr, Vorführung eines antiken Feuerlöschwagens. 9 Uhr, Vortrag zur Bergarbeit. 10.30 bis 11.30 Uhr. Black Lantern Bar. Brunchbuffet, 11 bis 13 Uhr. Treffen mit Eiscreme, 15.30 bis 17 Uhr. Live-Musik, 18 bis 23 Uhr. Denkmalpark, Familienspiel und Basteln 10 bis 12. An meiner fantastischen Kellner, ihr habt Haven mit eurer harten Arbeit und positiver Einstellung stolz gemacht. Jet. Echt cool. Echt cool. So. Hier hoch können wir nicht, okay. Schade eigentlich. Aha. Spiel. Das ist mal nichts. Oh Mann. Gabe hat immer gewonnen. Der Arsch. So, vielleicht nicht. Okay. Und schon mal hier. Start. Na! Dann wollen wir alle haben, ne? Die Busse. Skittisch! Ja, Mann. Thank you.
Ja, ich fixe sie. Tada! Wir machen Highscore. Oh, okay, den kann ich doch ausschlagen. Okay, gut zu wissen. Und zack. Geht das denn? Ah! Okay, wollte eigentlich springen. Aber anscheinend interessiert sich dem Spiel gerade nicht. Lol. Mal kriegen wir es mal hin. Das ist ja, dass hier mehr gefahren sind als nur gefahren. Oh, jetzt muss man nach oben. Okay, das ist immer. Geht das nochmal anders hier, ne? Zack. Oh, scheiße, das war super. Wow. Das war wow. Zumindest das werden wir mal kriegen hier. Hallo, Mann, Alter. Ich liebe so eine Spiele, wo die Steuerung dann sagt, ach, leck mich am Arsch. Gut, hier können wir wieder runterspringen. So, wow, wir haben das erste Level geschafft. Schon mit Lebenverlust. Rüberspringen ist nicht, oder? Mit dem Ding. Der Starter da vorne ist Feierabend. Lol. Nö, gut, kannst du vergessen. Das Spiel! Direkt Aggression. So, jetzt werde ich mal kurz zum Musikplayer gehen. Wir haben den Song nie zu Ende gehört. Wir haben den Song nie zu Ende gehört. Oh, und werden es wahrscheinlich auch nie, wenn es so weitergeht. Okay, cool. Hm. Als ich die damals gelesen habe, war der Artstyle noch anders. Idol Comics 2250, Son of Lad. Read. Oh, krass. Sieht aus, als hätte Gabe es echt gelesen. Die großzügige Umarmung, verantwortungsbewusste Erziehung eines unabhängigen Kindes. Annabel Leitmann, bla. Kapitel 4. Es ist am wichtigsten, besprechen wir es mit etwas Wein. Ich liebe dich. Okay. So, die Figur hatten wir, ne? Wirkt etwas unhöflich, sie so anzustarren. Hm. Ansonsten viel ist jetzt hier dahin.
zu entdecken, glaube ich. Mit dem Puzzle kann man auch nicht helfen, leider. Schau. Achso, ah, ist aber das geändert. Gegendert. So, dann packen wir mal aus. Würde ich so sagen. Hallo? Jetzt so. Oh Gott, Shushu wird auf diesem schönen Bett so schäbig aussehen. Sie hat mir wirklich durch schwere Zeiten geholfen. Aber das liegt jetzt hoffentlich hinter mir. Wir haben wirklich viel durchgemacht, was, Shushu? Shushu. Weiter geht's. Skrisch. Ethan hat echt Talent. Macht Sinn, dass seine Mom Künstlerin ist. Der Tunnel zur Monsterfestung von Dämonenheim eingestürzt. Tenor, ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Tenor, die Uniform der Stadtwache anscheinend schon lange tot. Tenor, Blut. Also ist immer Tenor, wie es ausschaut. Die Spur scheint hier zu enden. Außer Hohl. Aha, hier muss er durchgekommen. Die Leiche einer Wolkenschlange. Sie muss durch die Decke gestürzt sein. Wenn ich eine höhere Ebene erreiche, dann finde ich vielleicht den Geheimeingang. Deine Tage des Fliegens sind gezählt, Wolkenschlange. Aber vielleicht bist du mir noch. Dieses Leuchten über den Gipfel hinaus. Das muss der Hintereingang der Festung sein. Da geht's nicht. Mal drei. Ich habe nie wieder was von Sydney gehört. Hoffentlich geht's ihr gut. Hey Alex, was geht? Bist du immer noch bei helfende Hände? Nur damit du es weißt, ich lösche meine Konten und tauche für eine Weile unter. Ich habe ein paar Mal mit diesem Typen geschlafen, damit ich einen Ort zum Schlafen hatte. Und jetzt belästigt er mich. Außerdem verlasse ich Burnside. Der Aufseher ist ein Rassist und beschuldigt mich dauernd zu dealen. Ich melde mich bei dir, wenn ich eine neue Situation organisiert habe. Mir gehen langsam die Optionen aus, aber du kennst mich. Ich werde kreativ. Ich hoffe, es geht dir gut. Ist Lauren noch da? Erinnerst du dich, wie du sie verdroschen hast? Lol. Vermisst dich, du Depp. XU. Sydney. Wenigstens war ja nicht alles egal. Kann man nicht von jedem behaupten. Liebe Alex, ich würde es dir nicht vorwerfen, wenn du diesen Brief wegwirfst, ohne ihn geöffnet zu haben. Falls du ihn liest, danke, dass du mir die Gelegenheit gibst, mich zu entschuldigen. Ich war nicht bereit. Ich war nicht dafür geschaffen, Pflegemutter zu sein. Der Stress, die Auseinandersetzung, das Rumschreien, es war zu viel für mich, besonders in meinem Alter. Ich hätte es besser wissen müssen. Es tut mir leid, falls ich die Dinge für dich verschlimmert habe. Viel Glück da draußen. Mit freundlichen Grüßen, Fräulein August. Ich wünschte, die Medikamente hätten gewirkt. Patientenname Alex Shen. Alf von... Jesse. Irgendein Zeug.
Mein Fels in der Brandung, damals in der Wohngruppe. Lieber Alex, alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, dass du einen fantastischen Tag hast und dass du dich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang mit keiner einzigen beschissenen Sache beschäftigen musst. Mal im Ernst, ich wollte dir für alles danken, was du für mich getan hast. Seit wir uns kennengelernt haben, ich fühle mich sicher und glücklich und sogar geliebt. Wenn du in der Nähe bist, ganz schön ungewöhnlich für Leute wie uns, oder? Danke jedenfalls dafür, dass du bist, dass du meine Freundin bist, dafür, dass du Harley vermöbelt hast, dafür, dass dafür, dass ich all deine Sachen tragen kann, auch wenn ich nicht frage, ich will nicht wie eine Verliererin klingen, aber du bist im Prinzip das einzig Gute hier. Alles Liebe, Schatzi. Was für krass. Keine Emotion. Nichts Emotion. Nichts Emotion. Weiter geht's. Verrückt, wie sehr wir uns verändert haben. Oh, ich hab hier bloß die Hälfte, sehe ich gerade. Okay. Ah, sie hat ihre Familie weggerissen. Vater verdecken. Echt schön, dass Gabe und ich dieses Foto behalten haben. Keine Emotion. Aber gut. Tagebuch. Ja. Mein Tagebuch. Ich sollte meinen letzten Zusammenbruch darin festhalten. Ah, hier, Mac, Wut. Es begann mit einem Klopfen. Ich denke, ich fühlte, dass etwas nicht stimmt, bevor Gabe überhaupt die Tür öffnete. Als gleite etwas wieder unter der Tür durch. Etwas Rotes, etwas Grobes. Dann ist da Mac. Und die bekannte Furcht, die meinen Kontrollverlust begleitet. Und egal wie sehr ich dagegen kämpfe, es geht einfach weiter, bis mein Blut kocht. Dann der Teil, in dem mein ganzer Körper bereits beschlossen hat, jemandem weh zu tun. Und dass es passieren wird und niemand kann mich aufhalten. Max Wut fühlte sich heiß und schwindelerregend an. Und auch etwas ängstlich. Alles drehte sich um Rayleigh. Der Gedanke an sie mit jemand anderem, der Gedanke mit sie mit jemand anderem. Ach so, er war unter seiner Haut. What? Er war unter seiner Haut, brannte. Das Gefühl wie glühend heiße Stricke unter deinen Rippen. Es ist eines der erschöpfendsten Gefühle der Welt. Es ist so eine Erleichterung, wenn es vorbei ist, wenn deine Ohren aufhören zu klingeln und dein Herz sich von Kolibri zu Presslufthammern verlangsamt. Eine Handschrift ist echt nicht mein zu lesen. Ne? Es ist so eine Erleichterung. Schade, dass ich Gabe dafür eine verpassen musste. Wie entschuldigt man sich für so etwas? Feen, die uns fesseln, ihr verbrennt und verbindet. Schmerz von meinem Rippen, bis du verschwindest. Brodeln, Atem, Spalten.
Ich pack den Rest später aus. Hey! Was ist da drin? 9 mm oder was? Nicht dein Ernst. Alex, hier ist all. Achso. Alex, hier ist etwas, das willkommen daheim sagen soll. Kannst kaum erwarten, dich spielen zu hören. Wow. Nice. Super, Alex. Du bist durchgedreht und hast jemanden vor den Augen deines Bruders aufgemischt. Also, wie fühlst du dich jetzt? When you were here before, couldn't look you in the eye. Dressed like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever makes you happy, whatever you want. Special. God, I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Du und deine verdammten Überraschungen, Gabe. Hier zu sein ist zu schön, um wahr zu sein. Das lasse ich mir von nichts kaputt machen. Ich sollte runtergehen und die Sache mit Gabe gerade biegen. Wir haben den Song nie zu Ende gehört.